zu spät. Ich ließ meinen Mann fast 3 Jahre zappeln. Als ich ihm dann die Heirat versprochen hatte, kam er bereits am nächsten Tag mit 30 Leuten zu Fuß aus Umuljani. Zu Fuß kamen auch die Verwandten und Freunde von Alia zu Selma. Nach dem Brauch musste sie der Brautführer 3-mal umdrehen, damit sie den Weg nach Hause vergisst und nicht mehr weglaufen kann. Nach altem Brauch wird der Braut mitten im Dorf ein behindertes Kind zum Segen gebracht. Selma, wann wird dieses Kind gesund? Wenn Gott will, noch bevor ich das neue Haus betrete. Amen in Gottes Namen. Als ich mit dem Hochzeitszug im Dorf ankam, waren alle versammelt. Ich glaubte, in eine andere Welt gekommen zu sein. Im Haus wurde ich direkt in einem Zimmer hinter einem Vorhang geführt. Dort waren viele kleine Kinder versammelt. Ich fragte die Brautführerin, warum ich hinter dem Vorhang stehen müsste. Sie sagte, das sei so Sitte im Dorf. Die Braut dürfe nicht ständig von allen gesehen werden. Das ganze Dorf war vor dem Vorhang versammelt und ich stand plötzlich allein dahinter. Die Hochzeitsgesellschaft wird von den Eltern des Bräutigams begrüßt. Selma erhält Brot und Salz und einen Holzlöffel voll Butter. Die Butter wird auf das Dach geworfen, damit dem Haus Reichtum beschert sei. Die Schwiegermutter muss dann den Löffel über das Dach werfen, damit die Wünsche auch in Erfüllung gehen. Die erste Verbeugung vor dem neuen Herrn und Gebieter. Ich ließ alles über mich ergehen. Ich dachte nur, lieber Gott, wie bist du hierher gekommen? Doch mein Mann gefiel mir sehr. Immer wenn er durch die Tür hereinkam, wurde mir irgendwie leichter. Als er dann wieder hinausging, verzweifelte ich fast unter diesen mir noch unbekannten Menschen. Im Haus wurde Selma dann den anwesenden Familienmitgliedern verschleiert vorgeführt. Denn bei der Entschleierung werden Freunde und Verwandte kräftig zur Kasse gebeten. Früher trugen die Frauen immer den Schleier. Man hat den Ritus beibehalten, um das Brautgeld zu bekommen. Der Gesang der Mädchengruppe muss ebenfalls bezahlt werden. Nach dieser Zeremonie wird Selma erneut den Blicken der Anwesenden durch den Vorhang entzogen. Mene su veli u Đerdek,
Mein Mann war bei der Zeremonie damals gar nicht dabei. Er war bei einem Cielo. Spätabends wurde ich ins Jerdek, das Schlafgemach der Bräute, geführt. Dort wartete ich mit meiner Tante. Dann kam ein Mann in Begleitung des Dorfmuezzins. Dieser erklärte uns, was zu tun sei. Er verabschiedete sich mit meiner Tante von uns mit allen Glückwünschen und gab uns den Segen. Dann waren wir allein. I mi smo ostali tu u Derdeku i ujutru 4 sata. Gegen 4 Uhr morgens klopfte es an der Tür. Die Schwiegermutter stand vor der Tür mit einer Wasserkanne. Sie sagte: "Steh auf, es ist Zeit zum Aufstehen." Ich nahm die Kanne mit ins Zimmer. Als sie weg war, zogen wir uns an und gingen nach unten. Ich musste mit dem Brautführer zur Wasserstelle auf dem Dorfplatz. Dort wäscht man sich nicht richtig, sondern tut nur so, weil es der Brauch verlangt. Selma musste zwar nicht um 4 Uhr aufstehen, aber nach dem Brauch ging auch sie mit dem Brautführer zur Wasserstelle. Der zweite Tag in der neuen Familie begann auch für Selma früh, aber das war nichts Ungewöhnliches für sie. Unseren Versuch, mit ihr und ihrem Mann ein Gespräch zu führen, verhinderte der Schwiegervater. Er sagte, die Frauen hätten hier nichts zu sagen. Sein Sohn sei zwar jetzt verheiratet, aber ein richtiger Mann und Hausherr sei er erst nach seiner Militärzeit. Die Schwiegermutter erläuterte Selma ohne Umschweife, wie sie sich zu verhalten hätte. Ich bin deine Schwiegermutter und du hast zu gehorchen. Du sollst glücklich sein und wenn du gehorchst, dann ist alles in Ordnung. Du musst deine Schwiegermutter achten, aber deinen Mann auch. Drei Tage später. Sonnenaufgang über Umoljani. Selma ist mit ihrer Schwägerin auf dem täglichen Weg zur Arbeit im Stall. Die Heirat war für sie nur eine kurze Arbeitsunterbrechung, verbunden mit einem Ortswechsel. Sie lebt jetzt in einem anderen Haus, hat praktisch damit einen neuen Arbeitgeber und Ernährer. Die täglichen Pflichten sind fast unverändert geblieben. Vielleicht wird die Arbeit im Stall jetzt etwas erträglicher für sie, denn sie teilt sie nun mit zwei Schwägerinnen. In ihrem Elternhaus musste sie alles alleine machen. Selma, du bist seit 3 Tagen verheiratet. Wie verläuft jetzt dein Leben? Nun, wenn ich aufgestanden bin, koche ich zuerst einmal den Kaffee für die Schwiegereltern. Dann gehe ich in den Stall und versorge die Tiere. Anschließend arbeite ich im Haus, räume die Zimmer auf, koche Kaffee für die Gäste und so geht es den ganzen Tag weiter. Hat sich deine Situation verbessert oder verschlechtert? Das Leben ist gleich geblieben. Ich muss so leben und mich den Sitten und Bräuchen des Dorfes unterwerfen. So haben es die Mädchen vor mir gemacht und so werden es die nach mir auch machen. Es ist so. Es ist zur Sitte in diesem Dorf. Ich kenne keine andere Möglichkeit, als auf diese Art zu leben. Würdest du in der Stadt leben wollen? Ich weiß es nicht. Wenn ich wüsste, es ist in der Stadt besser, dann bestimmt. Ein neuer Schneesturm kündigt sich an. Auf seinem Weg hat er schon die Stromleitung unterbrochen. Umoljani versinkt in seinen mittelalterlichen Schlaf.